Menschlichkeit. Menschlichkeit ist gleichzeitig das Grundlegendste, das uns ausmacht, und das Höchste, das wir erstreben. Manchen gelingt es ein Leben lang nicht, sie zu erreichen, obwohl die Umstände dafür günstig wären. Und andere lassen sich trotz großer Mühe nicht davon abbringen, ihr nachzujagen. Diese Ausstellung ist auch ein Stück weit Antwort auf die Frage, wo ist mein Heim? Eine Frage, die nicht zuletzt die Heimatvertriebenen Sudetendeutschen und ihre Nachfahren auch allzu gut kennen. Und ich finde es großartig, dass man Oskar Schindler in dieser Ausstellung so dargestellt hat, wie er war. Nicht hagiografisch, nichts beschönigend, aber auch nicht von einem arroganten Ross herunter des heutigen beurteilend, sondern ganz klar sagend, da ist ein Mensch mit seinen Fehlern, da ist ein Mensch, der in vielem schillernd und unnormal war, aber ehrlich gesagt, hätte ein normaler Mensch das geschafft, was Oskar Schindler für die Menschen, die in schlimmster Not waren, tun konnte. Das konnte kein normaler Mensch, das konnte wahrscheinlich nur ein schillernder Mensch. Und in diesem Sinne glaube ich, dass diese Ausstellung sehr gelungen ist, dass sie seiner sehr würdig ist. Wir können stolz sein auf diese Ausstellung und auf diesen Menschen und können danken, können Gott danken, dass es ihn gegeben hat und dass er vielen Menschen, einschließlich seiner Nachfahren, das Leben retten und schenken konnte. Dafür sind wir dankbar und deshalb allen, die für diese Ausstellung Verantwortung tragen, mein herzlichster und tiefster Dank.